gegen jeden. Heute mit diesen 12 Kandidaten. Richard Holz, Journalist aus Bochum. Klaus Stohwasser, Student aus Köln. Harold Freiberg, Bankkaufmann aus Hildesheim. Bernd Diekhoff, Student aus Göttingen. Johann Fogginger, Küchenmeister aus Überlingen. Edith Happig, Rentnerin aus Stuttgart. Mitko Svetanov, Student aus Berlin. Katja Uffelmann, Studentin aus Wetter. Wilfried Oberath, Personalberater aus Barsbüttel. Alexandra Wild, Studentin aus Düsseldorf. Ilko Mauruschat, Architekt aus Berlin. Und Reinhard Pilgrim, Reiseverkehrskaufmann aus Bad Salzuffeln. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel. Einen wunderschönen guten Tag. Auf in eine neue Woche mit Jeder gegen jeden. Richard, mit Ihnen geht es los. Die erste Frage geht an Sie. Es war einmal ein Hit. Wer versprach leichtfertig, ich mache ein glückliches Mädchen aus dir? Weiß ich nicht. Chris Roberts. Klaus, in welchem Ozean liegt die Insel St. Helena? Pazifischen Ozean. Im Atlantik. Harold, stolzer Mitbesitzer einer Mühle. Kann man ruhig einmal erwähnen. Viel Arbeit aber, ne? Ja, das kann man sagen. Die Mühle muss unterhalten werden. Sie ist kürzlich restauriert worden und das kann man natürlich nur im Team erreichen und seine Freizeit damit wirklich verbringen. Das denke ich auch. Ihre Frage, woraus wird Sauerkraut gemacht? Aus Weißkohl. Richtig, Bernd. Von welchem Staat war Georg der VI. Bis 1952 König? England. Stimmt. Johann, wie bezeichnet man die Jungtiere bei Elefanten oder Giraffen? Kälber. Ja, Edith. Aus welcher Oper stammt der Jägerchor? Aus dem Freischütz. So ist es. Mitko, der derzeitige Landwirtschaftsminister heißt? Borchert. Stimmt. Katja, welcher Schriftsteller prägte den Begriff vom hässlichen Entlein? Andersen. Genau. Wilfried, was ist ein Unikat? Ein Einzelstück. Stimmt, Alexandra. Wie heißt das Zahlensystem, das die 10 als Grundzahl hat? Dezimalsystem. Auch richtig. Ilko hat extra Überstunden gemacht, um hier bei Jeder gegen jeden dabei zu sein. Schaut denn der Chef wenigstens zu? Ich hoffe nicht. Drückt er die Daumen? Ich hoffe nicht. Er wundert sich vielleicht, dass ich freigemacht hätte dafür. Aha, ich weiß Ilko, Ihre Frage. Mit welcher Sportart verbinden Sie den Namen André Agassi? Mit Tennis. Ja, natürlich. Und Reinhard, unser Asien-Fan, war schon in Thailand und, man höre und staune, per Anhalter in Afghanistan. Allerdings mutig. Schon einige Zeit her, vor den Russen. Mutig, mutig, per Anhalter. Wie alt waren Sie da? 18. Donnerwetter. Reinhard, Ihre Frage. Wie heißt die Einlage zum Schreiben in Bleistiften, Buntstiften und Kugelschreibern? Mine. Ja, natürlich. Das war die erste Runde. 10 Kandidaten haben alles gewusst. 2 haben einen Fehler gemacht. Warum auch nicht? Jeder Mensch macht irgendwann einmal einen Fehler. Den kann man aber wieder ausbügeln. Auch hier bei Jeder gegen jeden. Und auf jeden Fall in dieser zweiten Runde. Richard. Die Fürstenfamilie von Monaco feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Welches? 250 Jahre. Das 700-jährige Bestehen des Hauses Grimaldi. Klaus, wer malte das Bild Der arme Poet? Spitzweg. Harold, welche Geschmacksbezeichnung haben Weine mit sehr geringer Restsüße? Trocken. Stimmt, jeder gegen jeden. Harold, Sie fangen an. Alexandra, bitte, Nummer 10. In welchem Erdteil, Alexandra, lebt die Riesenschlange Anaconda? In Afrika. In Amerika. Aber die Schlange ist nicht giftig. Wer jetzt, Harold? Nummer 9, bitte. Wilfried, wie bezeichnet der Koch das Verzieren von Speisen? Essen. Ja, das tut man dann anschließend, aber er garniert oder dekoriert. Verzieren war gefragt. Harold. Nummer 12, bitte. Reinhard, welche antike Stadt hatte Hannibal zum Herrscher? Karthago. Ja, natürlich. Waren Sie da auch schon? Ja. Wo waren Sie eigentlich nicht? Es gibt eigentlich wenige Punkte, die ich noch nicht besucht habe. Schlagen Sie zu. Wer jetzt, Herr Reinhard? Die Nummer 4, bitte.
Bernd, ja. Wie heißt die Verbindung von internationalen Wissenschaftlern und Industriellen, die sich mit der Lage der Menschheit beschäftigt? Keine Ahnung. Club of Rome. Die Nummer 5, bitte. Johann, jetzt kommt ein Zungenbrecher, da muss ich aufpassen. Nun wendet sie den Doppelstockschub an, erklärt ein Kommentator im Radio. Von welchem Sport berichtet er? Slalom. Vom Skilanglauf. Wie geht's weiter? Reinhard, Sie haben die Wahl. Machen wir in der Reihe weiter die 6. Mit Edith. Wie heißt der Begründer der Individualpsychologie? Sigmund Freud. Alfred Adler. Reinhard. Und die 7. Mit Korb. Gary Barlow, Robbie Williams und Mark Owen sind heute solo erfolgreich. In welcher Popgruppe begann ihre Karriere? E17. Take that. Dann geben wir der 8 die Chance. Katja, er geht wirklich der Reihe nach. Ne? Muss man ihm lassen. Ja, jeder kommt dran. Mal sehen, wie weit er schafft. Es liegt an Ihnen, Katja. Von den Teenie-Idolen zu unserem Sonnensystem. Eine Raumsonde auf dem Weg zum Merkur kreuzt die Bahn welches Planeten? Saturn. Der Venus. Dann nehmen wir die 11. Warum, Reinhard? Sie waren doch so schön im Schwung. Durchbrechen die Reihe. Aber bitte. Ilko, Sie haben nicht damit gerechnet. Ne? Sie dachten, Sie hätten noch 2. Oh, doch. Ich hatte zweimal Zeit. Bisschen in Ruhe gewähnt. Eben. Wo fand das zweite Vatikanische Konzil statt? In Rom. Ja, stimmt. Die Nummer 3, bitte. Harold? Wie nennt man die erhöht geschriebene Zahl einer Potenz oder Wurzel? Die Hochzahl. Richtig. Sie bestimmen. Ja, die Nummer 9, bitte. Wilfried, die größte Stadt Sachsens ist? Leipzig. Stimmt. Die Nummer 3, bitte. Harold, die sexuelle Orientierung eines Menschen auf das jeweils andere Geschlecht nennt man? Heterosexuell. Richtig. Die Nummer 9, bitte. Wilfried, wie heißt die Frau des Verpackungskünstlers Christo mit Vornamen? Tja. Jean-Claude. Genau. Bitte die Nummer 8. Katja, welcher Bundespräsident stiftete 1951 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland? Heinemann. Heuss. Die Nummer 7, bitte. Mitko? Wie werden die heißen Springquellen vulkanischer Gebiete genannt? Geysire. Ja, das stimmt. Die Nummer 2, bitte. Klaus, was musste am 4. Juni 1996 kurz nach dem Start zum Jungfernflug gesprengt werden? Ariane, die neue Ariane-Rakete. Auch das stimmt. Sie wählen bitte. Die Nummer 11. Ilko, woher kommt das Popduo Roxette? Aus Schweden. Richtig. Die Nummer 12, bitte. Reinhard, in den 60er Jahren waren Pullis aus Wirkplüsch in grellen Farben ein Muss. Wie nennt man sie? Nickies. Ja, richtig. Dann machen wir weiter mit der Nummer 4. Mit Bernd. Wie lang dauert ein Eishockeyspiel? Oh, 2x30 Minuten? 3x. 20. 3x20 20 ja. Minuten. Die Endsumme stimmt. 2x30 sind 60, 3x20 20 sind auch 60. Sind. Aber es sind Drittel, nicht? Reinhard. Die 5. Johann, es gibt Bojen, deren eingebaute Luftpfeife durch Wind und Seegang zum Tönen gebracht wird. Sie heißen? Heulbojen. Ja, natürlich. Die Heulbojen. Wie geht's weiter, Johann? Dann nehmen wir die Nummer 9. Wilfried. Von der Heulboje zum Gesang, aus welchem Musical stammt das Lied People, gesungen von Barbara Streisand? Funny People, Funny Girl. Ja, kam leider zu spät. Wilfried ist raus. Funny Girl wäre aber richtig gewesen. Dann nehmen wir die Nummer 1. Richard, was musste ein Fastfood-Jünger in der ehemaligen DDR bestellen, um einen Hamburger zu bekommen? Eine Bulette. Eine Grilletta und auch Richard hat's erwischt. Dann nehmen wir die Nummer 2. Klaus, welcher Adler ist das Wappentier der Vereinigten Staaten von Amerika? Weißkopfadler. Stimmt. Die Nummer 12. Reinhard, wie nennt man das weiche, silberweiß glänzende Metall, das zur Herstellung von Staniol verwendet wird?
Aluminium. Zinn. Nummer 11. Ilko. Die erste Weltausstellung fand 1851 in einer europäischen Metropole statt. Welche bitte ist gemeint? Madrid. London. Die Nummer 6. Edith. Wir bleiben in England. Welches ist das bedeutendste Bauwerk von Canterbury? Die Kathedrale. Ja, das stimmt, Edith. Die Nummer 3. Harold, wie bezeichnet man das Sekret der Leberzellen? Galle. Ja, lange nachgedacht. Aber gerade noch. Gerade noch geschafft. Genau. Und da kommt es ja drauf an. Ja. Harold, Sie haben die Wahl. Nummer 11, bitte. Ilko, der See, an dem Chicago liegt, ist der? Lake Michigan. Stimmt. Die Nummer 5, bitte. Johann, wie nennt man die keilförmige Naht zur Formgebung bei Kleidungsstücken? Saum. Das ist der Abnäher. Die Nummer 6, bitte. Edith, in welcher Stadt wurde Ringo Starr geboren? In Liverpool. Stimmt, einer der vier Beatles. Da habe ich aber Glück gehabt. Ja, man muss auch mal Glück haben, Edith. Ja. Nummer 10, bitte. Alexandra, die Serienfigur Alfred Tetzlaff aus Ein Herz und eine Seele spaltete mit seinen reaktionären Sprüchen die ganze Nation. Welchen Spitznamen hatte der gute Mann? Alfred das Ekel. Richtig, Ekel, Alfred war's. Die Nummer 3. Harold, nach welchem legendären Objekt suchten die Alchemisten, um Gold herzustellen? Nach Porzellan. Nach dem Stein der Weisen. Die Nummer 5. Johann, wo ist der Diamantfink zu Hause? In Amerika. In Australien. Die Nummer 7. Mitko, in welchem deutschen Mittelgebirge gibt es Uranvorkommen? Schwarzwald. Stimmt. Die Nummer 11, bitte. Ilko, bei welchem Küstenort erlitt die Flotte von Napoleon im August 1801 gegen die Briten eine schwere Niederlage? Trafalgar. Abukir. Die Nummer 2, bitte. Klaus, das Vaterunser kommt wie oft in der Bibel vor? Einmal. Zweimal. In Matthäus Kapitel 6 und Lukas Kapitel 11 und auch Klaus ist raus. Mitko, die Sie Nummer haben die 4, Wahl. Bitte. Sie wählen Bernd. Wie heißt die rote Schleife, die als Zeichen der Solidarität mit AIDS-Kranken getragen wird? AIDS-Schleife? Red Ribbon. Und auch Bernd hat's erwischt. Mitko, Sie bestimmen. Die Nummer 11, bitte. Ilko, was ist die Währung des Fürstentums Liechtenstein? Schweizer Franken. Das stimmt. Die Nummer 3, bitte. Harold, von welchem Stehgeiger singt Udo Lindenberg auf seinem Album Bal pompös? Das weiß ich leider nicht. Rudi Ratlos. Die Nummer 6, bitte. Edith, seit wann gibt es im deutschen Fußball die zweite Liga? Seit 1972. Seit 1974. Eine wirklich schwierige Frage für Sie, denke ja. Ich mal, der mit Fußball, oder? Keine Ahnung. Da haben Sie nicht viel am Hut, ne? Sagt man nee. So schön, oder? Ilko. Die Nummer 12, bitte. Reinhard, welches deutsche Zeitgeistmagazin, eines der erfolgreichsten der 80er Jahre, wurde im April 1996 eingestellt? Tempo. Stimmt. Die 7, bitte. Mitko. Auguste Rodins bekannteste Statue der Denker ist das Bildnis welches italienischen Dichters? Michelangelo. Alighieri. Und die 8, bitte. Katja. Welcher Evangelist wird durch einen Engel symbolisiert? Petrus. Matthäus. Die 10, bitte. Alexandra. Welcher Krieg bedeutete das Ende der deutschen Hanse? Der 100-jährige Krieg. Der 30-jährige Krieg. Die 11, bitte. Ilko. Aus wie vielen Sternen besteht der große Wagen? Der besteht aus 6 Sternen. Aus
8 Sternen und Ilko ist auch raus. Reinhard. Reihum fangen wir beim Harald Nummer 3 an. Welche Uhrzeit gilt in Finnland? Die mitteleuropäische Zeit. Die osteuropäische Zeit im Gegensatz zu unserer mitteleuropäischen Zeit, Reinhard. Und die Nummer 6, bitte. Edith. Aus Pappe, Gips und Pergament erschuf Martin Beheimer 1492 seinen Erdapfel. Was stellt er dar? Den Globus, die Erde. Richtig. Sie haben die Wahl. Nummer 12. Reinhard. Wer spielte zwischen Sean Connery und Roger Moore nur einmal den Meisterspion James Bond 007? Keine Ahnung. George Lazenby. Edith, und jetzt kommt's drauf an. Sie alle haben nur noch ein Licht. Einmal tief durchatmen. Tief durchatmen. Ja. Die Nummer 7. Sie wählen Mitko. Die Nationalhymne welches Landes beginnt übersetzt mit den Worten: O sag, kannst du das frühe Licht des Morgengrauens sehen? Der Schweiz. Der USA. Und da stehen wieder einmal 3 Kandidaten im Finale von Jeder gegen Jeden. Heute sind es Edith Happig aus Stuttgart. Edith schneidert in ihrer Freizeit und startet die Endrunde mit einem Punkt. Alexandra Wild aus Düsseldorf. Ihr Hobby Stepptanz. Auch sie lag zweimal daneben. Und Reinhard Pilgrim aus Salzuffeln. Der Mann, der schon überall war, startet das Finale wie die anderen beiden mit einem Punkt. Eines ist jetzt schon sicher, einfach wird die dritte Runde ganz bestimmt nicht. Und man sieht unseren Kandidaten die Spannung an. Hans-Hermann, du würdest jetzt sagen, nur wer alles weiß, hat nichts zu fürchten, stimmt's? So ist es, aber unsere Kandidaten wissen ja so viel. Aber sie müssen sich natürlich auch anstrengen. Edith, Alexandra und Reinhard sind bereit. Ja? Dann geht's los. Wie hieß die erste Quizshow im deutschen Fernsehen? Alexandra? Der goldene Schuss. Wer gegen wen? Kuhlenkampf war der Showmaster. Wer schrieb den Roman Schlafes Bruder? Robert Schneider. Der grüne Farbstoff von Pflanzenzellen ist das? Alexandra? Chlorophyll. Richtig. Wer war der letzte französische Kaiser? Alexandra? Napoleon. Ja. Mit welcher neuen deutsche Welle-Band ließ Hildegard Knef Rote Rosen regnen? Mit Extrabreit. Wie bezeichnet man die Maßeinheit für den Luftdruck? Reinhard? Bar. Stimmt. Bei welchem Ballspiel versuchen zwei Teams, sich gegenseitig abzuwerfen? Reinhard? Völkerball. Stimmt. Er war amtsmüde und trat deshalb als österreichischer Bundeskanzler zurück. Wer war das? Reinhard? Kreisky. Franz Vranitzky war es. Welche griechische Göttin ist der römischen Venus gleichzusetzen? Edith? Aphrodite. Stimmt. Wie heißt das 1919 in Weimar unter Leitung von Walter Gropius gegründete Kunstinstitut? Edith? Bauhaus. Auch das ist richtig. Alle haben 21 Punkte. Dieses Tierkreiszeichen, das im Juni beginnt, ist dem nördlichen Wendekreis zugeordnet. Es ist? Alexandra? Der Krebs. Richtig. Alexandra, Sie haben als Erste dreimal richtig geantwortet. Sie sagen mir jetzt bitte, wie es weitergeht. Ich nehme den Reinhard. Wie nennt man im Verlagswesen, Reinhard, den Mitarbeiter, der eingehende Manuskripte liest und beurteilt? Das ist der Lektor. Richtig. Und ich nehme die Edith. Was ist Persipan? Das ist eine Art Marzipan. Das stimmt. Sie bestimmen. Herr Reinhard, bitte. Aus welchem Land stammt Enzo Ferrari? Aus Italien. Natürlich. Und Alexandra, bitte. Wer führte bei Clockwork Orange, Shining und in 2001 Odyssee im Weltraum Regie? Steven Spielberg. Kubrick. Und nochmal die Alexandra, bitte. Was versteht man unter einem Hämogramm? Ein Blutbild. Richtig. Ich nehme die Edith. Sarastro tritt in dieser Oper von Mozart auf, und zwar in? In der Zauberflöte. Stimmt. Die Alexandra. In welchem Sport, in dem auch Magic Johnson erfolgreich war, gibt es Rebounds?
Basketball. Ja? Der Reinhard. Sie haben eine Panne auf der Autobahn, Reinhard. In welcher Entfernung müssen Sie das Warndreieck aufstellen? 50 Meter. In 100 Meter Entfernung? Die Edith. Wo in Bayern, Edith, hat das Bundespatentamt seinen Sitz? In München. Richtig. Der Reinhard. Welches Land war im 14. Jahrhundert führend in der europäischen Kleidermode? Frankreich. Ja. Alexandra, bitte. Wie nennt man Edelsteine, die einem Monat zugeordnet sind und als Amulett Glück bringen sollen? Monatsteine? Ja. Gut geraten, Alexandra. Den Reinhard. Ja. Reinhard, welches Sportereignis musste man gewinnen, um in der Antike in den Genuss lebenslanger Steuerfreiheit zu gelangen? Die Olympischen Spiele oder ein Wettbewerb der Olympischen Spiele. Richtig, ja. Alexandra, bitte. Eine Frage aus dem Bereich Märchen. Manche, manche, Timpete, Butje, Butje in de See, Mine Fru. Wie heißt denn nun seine Frau? Isabel. Stimmt. Und nochmal den Reinhard. In England ist ein Herzog ein Duke. Ja. Und Edith, bitte. Kiew ist die Hauptstadt von der Ukraine. Richtig. Wie Alexandra. Zu welcher Ordnung gehört der Goldhamster? Zu den Meerschweinchen. Zu den Nagetieren. Und Alexandra ist raus. Edith, Sie machen weiter. Dann nehme ich mich mal selbst. Wo hat die französische Nachrichtenagentur AFP ihren Hauptsitz? In Paris. Richtig. In der Reinhard. Wie hieß der erste amerikanische Satellit? Apollo. Explorer 1. Und da steht sie, unsere Tagessiegerin Edith. Mit 71 Punkten. 3 Punkte kommen dazu, denn 3 Lichter brannten noch. Das sind 74 Punkte, Edith. Und eine Frage haben wir noch. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Welches Tier liefert die Angora-Wolle? Das Angora-Kaninchen. Richtig, Edith. 84 Punkte. Damit sind Sie auf Position 3 unserer monatlichen Hitliste. Herzlichen Glückwunsch. 5.000 Mark haben Sie gewonnen. Ob Sie im Monatsfinale dabei sind, das wird sich erst noch zeigen. Ich denke, es war wie immer unglaublich spannend. Und ich bin sicher, Sie sehen das auch so. Auf Wiedersehen.